Du bist richtig eklig. Okay. Nee, keine Ahnung. Also, die arme Jodie, was muss ich nur machen? Hi Leute, was geht? Ich kann meine Begrüßung nicht machen, weil meine Stimme ziemlich kaputt ist und ich... Du, mach ruhig, alles gut. Hier ist ein Edding, auf dem kannst du rumkauen. Boah, ist richtig gemein. Neben mir ist Annie Aurora, der eine oder andere kennt sie vielleicht. Da wollen wir jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen, glaube ich. Wir spielen heute, wer würde eher? Genau, wer würde eher spielen wir? Aber, ey, tut mir wirklich leid. Du musst jetzt leise sein, okay? Sonst störst du das Video, verstehst du das? Mega, jetzt hast du dich auch angesteckt mit meiner Krankheit. Ja, schön. Wir spielen heute Wer würde eher, aber eine ganz wichtige Info ist, dass wir tatsächlich jetzt im Moment auch live sind, Leute. Auf Twitch, denn ich mache heute einfach spontan meinen ersten Podcast-Stream. Ich habe es gerade eben versucht im Setup. Es ist nicht hundertprozentig, aber es funktioniert, ne? Es läuft alles und von daher sind wir sehr, sehr zufrieden und sehr dankbar, dass du dabei bist, liebe Anni, und deinen Hund mitgebracht hast. Das ist sehr schön, ja. Ne? Lutz Bobo. Schön. Ja, Arschgeil. Er ist richtig aufgeregt gerade, so kenne ich ihn gar nicht. Wir spielen, wie gesagt, Wer würde eher. Philipp hat hinter der Kamera ein paar Fragen für uns vorbereitet und... Genau. Du sagst es, Bruder. High five. Ich kann nicht. Ist einfach dagegen gelaufen. Ja, es zählt. Okay, Philipp hat hinter der Kamera ein paar Fragen vorbereitet. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Let's go. Jo, wer würde eher jemanden auf die Fresse hauen? Glaube ich relativ offen sagen. Hast du es in den letzten Tagen auch schon gemerkt jetzt, ja, ne? Also das war total aggressiv. Ja, ich bin sehr aggressiv. Es macht aber Fortnite mit mir. Also eigentlich bin ich gar nicht so. Das Spiel ist ja schuld, nicht ich, ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Wer würde eher seinen Partner betrügen? Ja, das ist natürlich jetzt eine sehr schwierige Frage. Also da muss ich natürlich jetzt ordentlich nachdenken, du. Mein Jodie ist schon nice so, ist schon cool. Aber? Ja, ich mich selber einfach nicht. Ja, also ich meine so... Aber wenn, dann würde ich eh eine offene Beziehung nehmen. Ja, weil Berufswege halt, ne? Ja, und ja, weil, ja, macht, ja, also macht halt einfach auch Sinn. Also das eine geht dann im anderen wahrscheinlich. Es ist kompliziert, Leute, es ist absolut kompliziert. Nicht den Namen googeln, wenn ihr unter 18 seid, einfach. Ja, sonst macht's einfach nicht. Kriegt echt Ärger mit euren Eltern, das wollen wir nicht. Einfach Fortnite spielen. Okay, nächste Frage. Wer würde eher von euch nackt durch Köln laufen? Gibt es da jetzt einen Grund für oder einfach so? Also ist es eine Wette oder so? Wette unter Freunden? Keine Ahnung, was kriegst du da? Also ist die Frage, wer ist eher geisteskranker von uns beiden, wird das einfach so random machen? Oder wer wird jetzt, also nee, ich, hast du nicht genommen? Nee, ich würde sagen nicht. Vielleicht. Du hast gerade geisteskrank gesagt. Ja, maybe vor ganz vielen Leuten schon seltsam, oder? Na ja, gut, ja. Nee, ist es nicht. Nee, ist nicht seltsam, ja. Für mich vielleicht auch. Ja, also das. Cool, ich mein. Okay, wer würde eher eine Lutte prellen? Prellen heißt so, kein man, Geld. Man macht's halt und bezahlt halt nicht, ja, ne? Ja, ja. Okay. Ist schon echt hart. Das ist schon echt eine asoziale Frage. Und vor allen Dingen, wie gesagt, setzt das ja erstmal voraus, dass man sagt so, yo, ich gehe jetzt erst in diese bestimmten Läden hin und. Gönn dir das halt, weißt du, was ich meine? Das ist, glaube ich, bei Frauen ist das gar nicht so ein Ding, oder? Ja, nee. Es gibt ja nicht so ein Ding. Halt, ich würde mich halt auch schon gar nicht mit Frauen umgehen. Ja, eben, genau das war das Ding. Und ich meine, guck mal, in Köln gibt es einen Laden, der hat 18 Etagen gefühlt, wo, glaube ich, maximal alles gemacht werden kann. Für Frauen gibt es sowas. Was ist dein Problem? Gibt es sowas gar nicht, weißt du, was ich meine? Ja, gibt es schon. Ja, gibt es schon, als, aber halt jetzt nicht so als riesiges Hochhaus genau, mit 5000 Kerlen drin, die alle arschgeil drauf sind. Boah, keine Ahnung. Wüsste ich. Also, wüsste ich ganz so geil vor, die Dudes stehen vor seiner eigenen, vor der Tür so, mit schon so einem, schon so bereit, weißt ja, du, ja, so, ja, 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 schon so, halb so drei Stunden, so, ja, ja, drei ja, ja, Stunden, bis dann so ein Mädel so kommt. Oh, boah, richtig, weil es, das Business existiert nicht. Von daher, ich glaube, einfach den natürlichen Gegebenheiten, wahrscheinlich eher ich, aber ich möchte nur ganz kurz sagen, dass ich, wenn ich es machen würde, bezahlen würde, aber ich mach's gar nicht, so. Weil, nächste Frage. Gut rausgeredet. Ja, voll. Stark. Ich glaube, das war schon so richtig. Ja, 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 ich bin mega nervös. Du, die Fragen hier, das ist absolut... Wer würde eher einen Auftrag versauen, weil er zu hart gefeiert hat? Glaube tatsächlich, ich halte dich für sehr professionell, aber... Aber? Boah, jetzt geht's los. Kommt natürlich auch immer darauf an, was für ein Auftrag es ist. Ich meine, ich war schon sehr oft auf der Gamescom ein bisschen verkatert auf der Bühne, aber ich habe noch nie irgendwie komplett reingeschissen. Einmal hatte ich sogar Fieber und habe eine Autogrammstunde gemacht, was im Nachhinein echt scheiße war, weil ich halt Leute angesteckt habe. Aber das ist, ne, ich dachte mir so, hey, das war ganz witzig, da stand eine riesige Schlange, da hat einfach jemand in die Schlange gekotzt und dann ist jemand in der Kotze fast ausgerutscht und hat auf die Kotze drauf gekotzt. Mega geil. Ne, ich würde, also ich bin, glaube ich, so professionell, dass ich einfach, wenn ich jetzt wirklich was Wichtiges habe, dass ich einfach sage, okay, jetzt gehe ich halt am Abend mal nicht feiern oder wenn ich feiern gehe, wie jetzt zum Beispiel beim 4-2-Stunden-Stream den Abend vorher, dann trinke ich halt einfach nichts oder so, weißt du? Ja. Also, nee, von daher, du machst es auf jeden Fall. Also, ich feiere fast gar nicht. Ja, aber er feiert gerade. Was ist denn sein Problem? Ich weiß also, du hast noch nie was versaut, Anni.
Ich habe schon was versaut, aber jetzt nicht so feiermäßig. Also ich habe noch nie gekotzt. Ich krieg auch allgemein gar keinen Kater. Fun Fact. Oh, er hat mich gebissen. Ja, er will spielen. Nee, er will mich beißen, er will mich töten, glaube ich. Ja, er hasst dich. Also seid ihr euch einig oder eher nicht so? Anni, ja, ja. Auf jeden Fall. Wir sind uns sicher einig. Doch, safe Anni, oder? Du feierst mehr als ich. Ich ja. Gehe gar nicht raus normalerweise. Ja, das ist ja dein Problem dann. Aber wenn du rausgehen würdest, dann würdest du es richtig versauen. Nein. Doch. Nächste Frage. Wer würde eher eine Schönheits-OP machen? Ja, haben wir ja beide nicht nötig, ne? Was ist denn dein Problem? Ich verstehe es nicht. Das ist das beste Video ever. Ich glaube, er will einfach nur ein Video sein, ne? Ja. Hat er einen Instagram-Account? Nein. Ja, wird Zeit, ne, Bruder, wird Zeit. Ja, Weiber, die machen sowas hier, schön schnippschnapp, mal hier neue Tüten oder hier schön die Nase machen. Machen wir die Weiber hier, die machen doch sowas, ne? Ich glaube, es ist eher so ein Frauending. Ich kenne auch keinen Kerl, der sagt, doch, eine Sache bei Kerlen kenne ich. Botox, Haarlinie. Haarlinie ist aber ganz, weil, also ja. Wenn ich eine Glatze bekommen würde, ich würde wirklich richtig viel Geld dafür ausgeben, dass der Hund mir nicht mehr im Schritt rumtanzt. und ich auch, als ich wieder Haare hätte. Wer würde eher zu einer Tanke gehen, um sich ein richtig geiles Pornomagazin zu kaufen? Wer macht das überhaupt noch? Also ist es 2019 so. Internet ist down, hast nichts zu tun. Und monatlang. Du denkst einfach so. So, und jetzt muss ich aber. Jetzt gehe ich zur Tankstelle. Gibt's sowas an der Tankstelle noch? Ja. Habe ich letztens noch gesehen. Echt? Ich habe geschaut, ob ich da drin bin. Also ist noch drin? Nein. Ach, schade. Irgendwer muss es ja kaufen, sonst gäbe es ja nicht mehr. Gibt es Print noch so einen Markt? Ja. Ja, krass. Aber das sind diese alten, ich kenne das noch von so einem Kollegen. Boah, das war so, okay. Story erzähle ich auch gleich im Podcast. Richtig eklig, richtig witzig aber auch. Okay, ich würde es einfach für einen Joke machen, glaube ich. Also einfach so. Ja. Ich habe seit 8 Jahren nicht mehr in so ein Heft reingeguckt. Das hat auch einen Grund, wie gesagt, erzähle ich dann gleich. Ja. Ja. Du hast dir noch nie eins gekauft, Anni? Nicht auch, dass du selbst drin bist. Ja, die wurden mir zugesandt, ich muss die nicht selber kaufen. Das ist dreist, dass du sie umsonst bekommst. Das ist unfair. Sorry. Wer würde sich eher beim Sex anpinkeln lassen? Boah, da hört es ja wohl komplett auf, ne? Anpinkeln lassen? Ja, kleiner Spoiler hier für deine Viewer. Was kommt denn auch so? Wo liegen die Grenzen? Man weiß es nicht. Also ich bin auf jeden Fall raus, würde ich sagen. Dann bin ich da raus? Vielleicht bin ich drin. Oh. Nee, ich glaube, ich bin eher raus. Ich finde schon irgendwie... Aber anpinkeln lassen, das ist ja so einfacher als zu pinkeln selber. Weißt? Nee, ich glaube, das wird mir viel leichter fallen. Sicher? Ja, aber weil ich auch so ein... Weil ich auch so ein ironischer, seltsamer Mensch bin und einfach sagen, für einen Joke, so weißt du, was ich meine? Joke im Bett? Fürs Meme, ich gerne. Erstmal mal lachen. 187. Keine Ahnung. Nee, ich glaube, ich bin da raus. Ich fände es auch seltsam, jetzt einfach Mini-Hose zu machen. Muss ich ganz ehrlich sagen, wäre einfach nicht angebracht. Ja, für dich ist es normal. Ich weiß, du bist ein Hund, aber wir sind da anders. Ich sag jetzt einfach du. Ja. Was soll ich sagen? Also. Kommen wir mal zu was nicht so harten. Wer würde denn eher von euch ein Kind bekommen? Also jetzt nicht selber austragen. Achso, ja gut, da wäre er halt. Also ich würde es auf jeden Fall nicht machen, selbst wenn es anatomisch irgendwie möglich wäre. Würde ich es einfach nicht wollen. Boah, jetzt current state of life, also vom jetzigen Zeitpunkt aus. Nee. Doch? Nee. Ich schon mal gar nicht. Ja, ich ja auch nicht, ey. Ja, okay, gar keiner. Ja, halt gar keiner, ja, weiter jetzt hier. Wer würde sich eher ein Intimpiercing stechen lassen oder hat schon stechen lassen? Das weiß ich tatsächlich bei dir auch gar nicht. Hab ich nicht. Okay, sehr gut. Ich habe auch keinen, nur zur Info. Ich würde mir auch keinen stechen lassen, weil ich finde das bei Kerlen immer, also die Vorstellung, dass man sich halt so einen fetten Stahlschraubstock da durchballert, finde ich halt auch wieder mehr weird als geil. Ich finde es auch eher unhygienisch, das ist so mein... Ja, ja. Auch bei Frauen. Bei Frauen weiß ich das nicht. Ich weiß nicht, wie das festgemacht wird. Ich dachte, das heißt immer Pistole und dann oben drauf und gut ist. Nee. Ist nicht so. Ist eher schlecht, ja. Da würde ich auch sagen, keiner, oder? Keiner, ja. Nee. Wer würde eher, wir sagen die ganze Zeit, nö, ja, also eher, komm, einfach mal Hand aufs Herz. Einfach mal. Nee, ich bin da raus, komplett, wirklich. Nee, wer würde eher eine Sekte gründen? Boah. Eine Sekte? Mhm. So, die Frage, wer hat so das Führerpotenzial? Falsch, historisch wieder, ist ganz schwierig. Wer hat das Potenzial, sowas anzuleiten, sowas anzuführen? Eine Sekte. Ich fände es schon cool. Ich würde es machen, ja. Ja, ich würde auch. Also, so, ich weiß zwar nicht genau, was der Inhalt der Sekte wäre. Es wäre sehr weird, glaube ich, und sehr viel. Die Gamer-Sekte. Sehr viel seltsamer Humor und. Vielleicht noch Intim-Piercings, außer für mich. Aber ich habe keine Ahnung. Alle, die in die Sekte kommen, so ein Intim-Piercing und dann was anderes. Ja, so. Ja. Ja, okay, zeig erstmal deinen Intim-Piercing. So, zeig mal hier. Vorher kommst der du ist rein. Nicht groß genug raus. Ja. Nächste Frage bitte. Kommen wir zur letzten Frage tatsächlich auch. Tatsächlich, ja. Mensch. Wer würde sich eher einen Sexsklaven halten? Nee, ach. Sklave ist immer so ein Wort. Es gibt aber Kompagnon. Auch.
Was war die Frage? Wer würde sich eher einen Sexsklaven halten? Naja, aber Sklaven, die... Es gibt ja auch Sklaven, die wollen einfach nur deine Wohnung aufräumen und so. Das nennt man Putzfrau. Die bezahlt man ja, auch und die machen das aber freiwillig. Die Sklaven bezahlen noch nicht. Das, ja, das ist ihre sexuelle Anregung. Die Wohnung sauber zu machen. Ja, oder dass du dich auf die draufsetzt als Stuhl oder dass die als Tisch dienen. Ich hätte einen Sklaven, den ich als Kaffeetasse benutze. Und der kriegt immer von mir richtig heißen Kaffee in den Mund. Aber dann musst du da... Und dann lass den kalt... Nee, ich lass den kalt werden. und dann... Und der sitzt hier so... Du bist richtig eklig. Hey. Oder sonst... Okay. Nee, keine Ahnung. Also, die arme Jodie, was muss ich nur machen? Eine Menge, Alter. Das ist schon eine... Ja, Mensch, Leute, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann schaltet gleich auf jeden Fall den Podcast mal ein. Ich denke mal, es wäre so eine Stunde, anderthalb. Ich habe da keinen genauen Plan, auch keine genaue Fahrtrichtung. Was passiert, passiert. Schaltet auf jeden Fall ein. Schaut auf jeden Fall gerne bei Annie am Kanal vorbei. Der ist natürlich unten auch verlinkt. Und ja, wir sehen uns jetzt quasi, also jetzt, genau, jetzt einfach einschalten. Arschgeile Nummer. Lasst einen Daumen nach oben da. Creator-Code gewinnt Zeit. Anja Rohr hat keinen Creator-Code in Fortnite, oder? Nein. Ja, wird mal Zeit, ne? An der Stelle, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Immer schön Fortnite bleiben. Auf Wiedersehen. Tschüss.